Von Hongkong über den Nahen und Mittleren Osten und Europa bis nach Lateinamerika. Teils monatelange Massenproteste prägten 2019 viele Stadtbilder. Überraschte und überrumpelte Regierungen wurden zum Rücktritt aufgefordert oder mit verschiedensten Vorwürfen konfrontiert. Dabei waren die Ursachen, die Forderungen und Erscheinungsbilder sehr ähnlich. Heute in Feichtinger Kompakt, Protestbewegungen 2019. Egal, ob in Chile, Frankreich, Algerien, im Irak oder in Hongkong. Mutige Bürger formierten sich und ließen ihrer Wut, Enttäuschung oder Frustration freien Lauf. Nicht nur in autoritären Staaten protestierte man, sondern auch in gefestigten Demokratien. Dabei verfolgten die Massen keine ideologischen Ziele, sondern man erhob sich gegen politische Verhältnisse, soziale Missstände oder Regierungsvorhaben. In Hongkong ging es vordergründig um ein Gesetz, das die Auslieferung von Angeklagten an das Festland China ermöglichen sollte. Aber eigentlich erhob sich vor allem die Jugend gegen den wachsenden Einfluss Pekings und soziale Missstände. In Afrika stachen die Proteste im Sudan hervor, die zum Sturz von Langzeitpräsident al-Bashir führten und eine Übergangsregierung brachten. In Algerien verhinderten anhaltende Demonstrationen eine weitere Amtsperiode des greisen Präsidenten. Es konnte aber kein wirklicher Systemwechsel erzwungen werden. Besonders der Nahe Osten kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Im Irak flammten Proteste gegen ausländische Einflussnahme und soziale Missstände auf und bewegten den Premierminister zum Rücktritt. Im Iran wiederum brachte die Erhöhung des Benzinpreises die Massen auf die Straßen. Im fragilen Libanon, der besonders unter der syrischen Flüchtlingslast leidet, richtete sich die Wut gegen das politische System und deren Vertreter. Ähnlich verhält es sich in Frankreich, wo im Vordergrund gegen höhere Treibstoffpreise und Pensionsreformen, in den Augen vieler aber gegen die Abgehobenheit und Bürgerferne der politischen Elite demonstriert wurde. In Südamerika kamen zu den Aufständen in Venezuela auch massive Proteste in Bolivien und Chile. Dort brachten höhere Ticketpreise für den Nahverkehr das Fass zum Überlaufen. Boliviens Präsident Evo Morales wiederum setzte sich wegen vorgeworfener Wahlmanipulation ins Ausland ab. Die Selbsternennung einer Oppositionspolitikerin zur Interimspräsidentin löste gleich weitere Proteste aus. Welche Merkmale sind dabei zu erkennen? Die Proteste richten sich gegen die Situation im eigenen Land, sie haben keinen grenzüberschreitenden Charakter. Es sind zumeist simple Anlässe, wie etwa eine Benzinpreiserhöhung, eine Steuer auf Messenger-Dienste oder Einschnitte im Sozialsystem, die Massen auf die Straßen treiben. Die Demonstranten verzichten bewusst auf Gewalt, auch wenn immer wieder radikale Kräfte Ausschreitungen provozieren. Soziale Medien ermöglichen die Mobilisierung vieler Personen, gleichzeitig können autoritäre Systeme diese Technologie als Überwachungsinstrument nutzen. Meistens gibt es keine klare Führungsstruktur oder Konzepte. Das ist problematisch, da es keinen Verhandlungsführer gibt, der auch entscheidet, wann die geforderten Ziele erreicht sind. Daher können Proteste trotz Einlenkens der Regierung anhalten, weil diverse Gruppierungen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Reaktionen der Machthaber? Diese reichten vom Gesprächsangebot über die Blockade des Internet bis zur Unterdrückung oder gewaltsamen Niederschlagung von Protesten. So kamen im Irak mehr als 500 Personen ums Leben, selbst in Chile waren es über 30. In Zurückhaltung übt sich die Führung in Hongkong, wo die Sicherheitskräfte an manchen Tagen mehr als 2 Millionen Demonstranten gegenüberstanden. In Algerien verzichtete der Präsident auf eine neuerliche Kandidatur. Die Premierminister im Libanon und im Irak traten zurück und im Sudan kam es zum Sturz der alten Elite und zur Bildung einer Übergangsregierung. In Hongkong wurde der umstrittene Gesetzesentwurf zurückgezogen, während man in Chile die Verfassung änderte und die Sozialausgaben deutlich erhöhte. Eine kurze Bewertung: In den meisten Fällen haben die Regierungen den Forderungen nachgegeben. Das bedeutet aber nicht, dass tiefer liegende Ursachen erörtert oder beseitigt wurden. Daher bleibt sowohl auf Seiten der Eliten wie auch der Demonstranten ein Gefühl der Verunsicherung. Denn Misswirtschaft, Korruption, soziale Spannungen oder politische Ausgrenzung lassen sich durch kleinere Maßnahmen nicht beseitigen.
Dazu kommt, dass vielerorts die Probleme eher zunehmen werden, zum Beispiel durch steigende Bevölkerungszahlen, das weitere Auseinanderklaffen der Einkommensschere, Jugendarbeitslosigkeit oder den sozialen Abstieg ganzer Bevölkerungsschichten. Ein Ausblick: Die Beweggründe, die 2019 die Protestbewegungen antrieben, werden 2020 eher zu als abnehmen. In vielen Staaten werden sie Kompromisse erzwingen, soziale Veränderungen bewirken und auch politische Machtwechsel herbeiführen können. Bislang handelte es sich bei den Demonstrationen um Proteste, nicht um Revolutionen. Wenn sich aber die grundsätzlichen Verhältnisse nicht ändern, kann es auch zu Revolutionen und zum gewaltsamen Sturz von Regierungen und Eliten kommen.